Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem, ja, ich weiß noch nicht genau, was es werden wird, entweder ein angespielt oder ein richtiges Let's Play. Und zwar das Spiel State of Decay 2, Juggernaut Edition. Wir spielen dieses Spiel heute nicht alleine. Ich sehe übrigens gerade, da oben wird noch mein alter Name angezeigt. Warum das nicht aktualisiert worden ist, weiß ich nicht, aber da stand drin, dass es wohl bis zu 24 Stunden dauern kann, bis mein Name aktualisiert wird. Wir spielen das Spiel nicht ganz alleine, sondern spielen es zusammen mit dem Episode 1 LP. Wir müssen uns mal eben ein bisschen durchfuchsen, wie wir uns da verbinden können und so weiter. Und dann schalte ich euch gleich wieder hinzu. Da ist jetzt ein Video. Shit out. La Muerto's got no skin. We need to go, like now. That gate won't last long. Okay, also ich bin jetzt hier drin. Kann ich jetzt hier speichern? Er hat jetzt gespeichert. We were better off on our own. Like nee, ich hab mir das Video kannst du mit E unterbrechen. Da brauchst du es nicht nochmal angucken. Mit E kann man das unterbrechen. We gotta keep moving. Muss E festhalten, ne? Unten in der Ecke steht das. This place better be worth what it took to get here. Trust me. These army camps have food and real beds. Ach so, das muss ich ihm sagen, oder was? Ja, dann komm, Junge. Ich lauf mal einfach. Oh, scheiße. Das ist ein Zombie. Ich suche das Flüchtlingslager nach Vorräten. Hinter dir sind auch Zombies. Mach du die mal kaputt, Junge. Nee, du sollst sie kaputt machen. Ich will dich aber nicht kaputt machen. Ich soll hier das Flüchtlingslager durchsuchen, steht hier. Er hat doch gerade noch einen Baseballschläger in der Hand gehabt. Wieso hat er jetzt dieses scheiß mickrige Messer? Du hast keine Ausdauer mehr. Ja, und da hinten ist der Nächste, der schon am Geiern ist. Toll. Was ist denn das für ein Kack mit der Ausdauer? Boah, dauert das lange zum Durchsuchen. Ja, du kannst Shift drücken, aber das ist total bescheuert, wenn Shift dran zu drücken. Dann geht's schneller, aber das ist ätzend, ey. Junge, da hinten ist ein Zombie. Geh da hin. Los. Ich weiß ja noch nicht mal... Ich suche nach Vorräten, finde eine neue Waffe, um einen Schläger zu ersetzen. Okay. Ach, Junge. Lass mich schon ruhig. Das ist wie ein Teso. Du bist gerade was am Machen oder am Durchsuchen und schon kommt der Nächste und greift dich an. Jetzt kann ich wieder von vorne anfangen hier. So. Das ist aber eine ziemlich scheiß Einstellung hier. Ich würde das gerne nicht so nah haben, damit ich was sehen kann. Komm, Zombie. Komm. Komm. Oh, ich glaube, ich habe meinen Kumpel gerade angeschlitzt. Mann! Was ist das? Boah, die Steuerung ist wieder unterirdisch teilweise. Wahrscheinlich ist es echt ausgelegt, nur mit einem Controller zu spielen. Nee, Controller kann ich so einen Kram überhaupt nicht spielen. Ja, aber dafür ist es wahrscheinlich gedacht. Xbox hast du keine Tastatur. Xbox interessiert mich auch nicht. Das Spiel habe ich auf dem PC gekauft. Da muss es auf dem PC gemacht sein. Nein, es ist ein Xbox-Spiel. Ich habe es für einen PC gekauft, also muss es auch für einen PC gemacht sein. Das ist Voraussetzung für jedes Spiel, was ich kaufe. I'm getting a real bad vibe from this place. This was your idea. Können nicht einfach sagen, wir haben da keine Lust drauf. Boah, ich hau ab, hier kommen lauter Zombies. Wie komme ich hier raus? Soll ich die Waffe jetzt hier auswählen? Gar nicht. Achso, mit I, Moment. Was ist die hier? Und jetzt? Das kann ich so trotzdem nicht nutzen, hä? Ich habe ihn da rumschau freigeschaltet, keine Ahnung. Ah, jetzt, okay.
Ja, habe ich am Anfang. Ach so, das ist das, was die meinten mit Lärm machen. Wenn der durchsucht, dann macht er da automatisch einen riesen Lärm irgendwie. Wow, after all this time, these people still hope to find their loved ones. There's a thought. Ich verstehe kein Wort. Ich kann nämlich nicht gleichzeitig durchsuchen und lesen, Junge. I didn't leave you, man. We've been over this. Das ist schon für mich schon wieder persönlich scheiße gemacht, wenn das dann nicht übersetzt worden ist, sondern einfach so unten drunter geklatscht, weil du kannst ja nicht kämpfen und lesen. Right. Weißt du, so Resident Evil oder so. Okay, die reden dann ja auch nach den Kämpfen oder davor halt. Komm. Ich möchte einen gerne ziehen. Ja, komm. Komm, ich will die anderen nicht hier. Oh. Ich hab den irgendwie gerade einen Schädel zermatscht. Entschuldigung. Komm. Ach Junge, geh mir aus dem Weg. Der sollte mir hinterherkommen. Boah, du backst irgendwie voll hinter dem, wenn der dir im Weg steht. Weil der rennt dann die ganze Zeit, statt zu schlagen. Ja, du musst aufpassen, wenn er dir im Weg ist, dass du dann woanders hergehst. Also du kannst ihn zwar nicht treffen, das finde ich gut. Aber der rennt ihn die ganze Zeit blöd an. Was öffnen? Ach, da war eine Tür. Okay. What is this place? Ich sehe hier nichts. Central booking. F ist eine Taschenlampe. Ah, wenigstens etwas. Wie lange muss ich den Scheiß jetzt hier machen? Also ich bin gerade im Außenbereich und muss jetzt so Stealth-Sachen noch machen. Oder einen mit der Leidensklinge hinrichten muss. Ach du Scheiße. Ah, komm schon, jetzt hau den endlich zu drei. Ich meine, mein Kumpel wird jetzt ein Zombie, aber es ist nicht so schlimm. Stand was mit Schießen, aber ich habe ja gar keine Waffe zum Schießen. So much for food and beds. Ich bin die Leiter hochgegangen. You act like you never got bit before. Ja, am Ende, also du, ja, wow, sagen, wenn du das Tutorial, glaube ich, geschafft hast, dann kommst du... Fuck. Okay. Something's wrong. I feel like I'm burning hot. All right, let's ja, see if du we wirst can find ein Zombie, Junge, ist nicht so schlimm. Mach ich dich auch platt. That'll work. That is a shitload of Zeds. Oh, fuck. Just keep quiet. We'll slip past him. Hau den doch mal, Mann. Hau nicht immer in der Luft rum. Richte einen Zombie von hinten mit der Verstohlenheit hin. Ach, ich kann mich auch ducken, okay. Schnitze ich dem dann die Kehle auf, oder was wird das denn? Von hinten, ja geil. Die stehen alle in meine Richtung gedreht. Scheint doch irgendwie ein Zwischenboss zu sein, der hier so rumbrüllt. Hey, up here. Get to the Leiter. Ach, die Leiter meinst du? Go, dude, move. Ja. Weg da. Aber ist immer noch nicht zu Ende. Das ist doch kein Tutorial. Das ist im Leben kein Tutorial. Das ist schon ein Spiel. This camp has been decommissioned. Did you decommission the food too? We haven't eaten in days. Strategic redeployment of resources. The brass pulled the whole op. The army's gone, my friend. Except for the few misguided fools who thought they could still do some good here. Seriously, dude, it's like my fucking blood is on fire. Ey, wenn ich die englischen Originale höre, my friend got bit by a real nasty zombie with blood all over it. Yeah, normal meds won't help. Better head to the S&B. Huh? And pray the doc still has what you need. Tell her I sent you. Ich will nicht mit dem reden. Geh doch mal da weg, Mann. Hallo. Wieso geht der nicht runter, wenn ich runtergehe? Sag mal. Bist du dumm? Okay, dann springe ich halt da runter. Tat ihm zwar weh, aber Hauptsache er ist unten. Bist du ein Zombie?
Ich bin kein Zombie. Ja, die komische Garcia hier, die torkelte da gerade so komisch. God out of my shoes. Bist du der Arzt? He never gives up, does he? Okay, what do you need? My friend got bit. He says his blood is on fire. I see. You better come with me. Das ist geil. Mein Freund wurde gebissen. Er sagt, es brennt wie die Hölle. Und sie, ich verstehe. Dann komm du besser mal mit. So nach dem Motto, ihn lassen wir hier. Hey, jetzt bist du da drin oder was? Ja, bei der Ärztin. Also, ja, die ist nicht die Ärztin. Ja, ich seh dich. Ja, ich seh dich. Hä? Bist du der Zombie? Nein. Ich kann aber nichts mehr machen. Grad. Sprich mit deinem Freund. Du musst mir einfach vertrauen, dann überstehen wir das. Ja, genau. Wieso kannst du mich sehen? Oder bist du der, der gebissen wurde? Ne, der Gebissene ist so eine Mädel hier bei mir. Und wieso siehst du mich? Ich sehe dich nicht. Take your flashlight and look for a ne, es kam einer beim Dock kam einer an, aber ich dachte, du wärst das jetzt. Before I lost my team, we were learning all we could about blood plague. We found a cure that works if you use it soon after infection. Sie sagte irgendwie, ja, ich bin ja ein Typ, ich bin mit diesen Japaner hier. Ich soll ja alles bringen, was ich finde. Toll, da ist aber nur die Kiste. Ja. Did you find it? Leider keine Medikamente. Ja. No cure? That's bad. I'll need an infirmary to culture a new dose. Hey Doc, the camp is compromised. Thanks to all the noise, the Zeds are swarming the east. Dank des Lärms, Entschuldigung, dass ich die platt machen musste. It's here. It's time to go. You know I can't leave Charlie. If you stay, I gotta Dein stay. Ernst? Then we all die. Charlie's gone. But this guy still needs your help. Okay, but I need to say goodbye. Aber ich kann Charlie nicht verlassen. Seine Augen leuchten zwar und er ist ein blutrünstiger Zombie, aber ich muss trotzdem bei ihm bleiben. That thing in the cage, it was a person once. Charlie and I? We were all we had left. There's only one option now. But I don't have the strength. Dein Ernst jetzt? Wenn du ein Zombie wärst und mich fressen wollen würdest, würde ich dich auch umbringen. Das würde ich dir, ja, antun ist das falsche Wort. Ich würde dich ja damit erlösen. Ich habe jetzt die Waffe und jetzt? Ausrüsten. Jetzt kommt ein Intro, jetzt bin ich weggefahren, raus, abgehauen. So, jetzt oh, ich habe ihm mal eben den ganzen Kopf weggeblasen, Entschuldigung. Hoffen wir, dass er jetzt an einem besseren Ort ist. Achso, die Waffe ist jetzt weg? Nee. Hä? Ich verstehe nicht, wie man mit den Waffen wechseln kann. Dude, I'm sorry. Erstelle Sitzung? Jetzt macht er eine Sitzung. But please. Don't let me go out like that. Ja, ja, no das way. Ist das, wie auch Someone's gotta come up with all our great plans. Da kann ich dich enlighten dann. Thank you. Also wenn du das durch hast, kannst du mir entscheiden. Ja, ich stehe hier gerade am Auto. Ich glaube, die fahren jetzt weg. Ja, nee, ich muss einsteigen nur. Die fahren aber selber. Das ist das Ende. Dann fahr einfach raus mit denen. Dann ist fertig. Ich muss sogar selber beschleunigen. Ja, was er aber nicht annimmt, hä? Du kannst aber nicht lenken. Du kannst nicht lenken und nichts machen. Ja, es wäre schön, wenn ich... Hallo. Weh beschleunigen kann ich aber nicht machen. Darf ich denn mal? Leute? Setz dich auf den... Ach so, auf den Fahrersitz. Ach so, ich bin auf dem Beifahrer. Also, ich bin hinten, weil der Typ... Nee, du musst dich auf den Fahrersitz setzen. Ich komme aber nicht mehr raus. Ja, geil. Ich kann nur die Tür öffnen. Wollt ihr mich verarschen, Leute? Jetzt mal ganz ehrlich. Ah, mit E. E wird nicht angezeigt, aber mit E kann ich raus. Was soll denn der Quatsch? Kommt, steig. Jetzt kommt sie doch mit, oder was? Ja, komm schon. Komm her. Alle in die Mitte der Straße, bitte. Mach die Tür auf. Yay. State of Decay 2. War das eine Scheiße?